hast du mir jetzt hierher geführt? Los, ich habe das Gefühl, ich habe dir so in das Paradies geführt, in einen ganz, ganz speziellen, schönen, ruhigen Ort. Ja. Erzähl mir doch ein bisschen etwas über das, wo wir jetzt sind. Das ist in Zmorden. Und zwar geht es darum, dass wir hier in diesem Hütli sind, in diesem Chalet sind, wo eigentlich im Moment am Weihnachtsmarkt in Morden wäre. Und eine gute Kollegin von mir hat entschieden, hey, wenn schon kein Weihnachtsmarkt ist im Städtli Morden, nehmen wir so ein Chalet zu mir hin. Und da sind wir jetzt ja, in dem, eigentlich in diesem Verkaufschalet, in diesem Standchalet, hat sie einfach zur Sicherheit genommen und ist jetzt da glücklich mit dem Chalet und macht so ein bisschen private Festchen, lädt wichtige Leute ein. Und darum sind wir auch da, ja. Wir sind da schon jetzt ein Zeitchen hier. Bist du auch in die Weihnachtsstimmung gekommen jetzt? Ja, und zwar auf eine ruhige Art, auf eine betroffene Art, auf eine besinnliche Art. Es ist nicht ein Aufsteigen oder ein Festen. Es ist so ein kleines, so ein kleines, eine ruhige Stimmung vermittelt einem das. Ja. So ein Ort, wo man gute Gespräche führen kann, wo man ruhig wird, wo man besinnlich wird, wo man so ein bisschen, was ist das Wichtigste, was ist die Essenz, was zählt im Moment in diesem Jahr? Ja. Merci dir, dass du sehr gern uns das so hast vermittelt, gell? Dass du mir den kleinen, schönen Paradiesecke hast gezeigt, hier zu Morden. Du bist der Spezialist von Morden mittlerweile. Nein, eben immer noch nicht, aber ich werde es vielleicht langsam. Gib mir noch 8 Jahre. Salut Daniela. Salut Tini, hallo. Geht es? Geht es, sei bereit. Ja, du, ich bin nicht so viel Santifastus, aber ja. Ich habe es gefunden. Ja, okay. Komm, komm, guck, ich wollte dir etwas zeigen. Ist gut, merci. Du, ganz schön hier, hä? Das ist ein Bubuwagen. Schön. Komm, ich habe gucken. Gut, merci. Also, ich zeige dir vielleicht mal so ein paar Sachen, die ich hier mache. Was ein bisschen meine Spezialität ist, sind die Musikdosen. Und zwar mit der Melodie «Drei Nüsse für Aschenbrödel», wo natürlich zu Weihnachten, ich glaube, jede Frau guckt, wenn der Film rein ist oder zweimal. Und die habe ich gemacht, die habe ich selber gemalt. Die haben als Musikwerk drin. Mit dem Plexiglas, dass man gleich noch als Kette etwas drauf tun kann. Und ein sehr schönes Geschenk für Weihnachten, für die Töpfe, für jemanden, der ein Baby bekommt. Und natürlich für jemanden, der Freude hat an dieser Musik. Ich tue Buda-Nüsse, ich stehe die Najala aus Deko, ich die Loche und die mit einem Engel drin und die so aufheichen. Gucke ging, dass er eine Hand, die nicht sehr weihnachtlich sein, dass man die wirklich das ganze Jahr aufheichen kann. Oder du schon noch selber malen in dem Fall? Ich tue malen. Jetzt zum Beispiel, das da ist ein Engel, den ich gemacht habe. Ich tue aber auch abstrakt, einfach Acrylfarbe mit Acryl auf Leinwand. Eben auch Engel, aber eben auch andere Sachen, je nachdem. Farbig oder ich tue gerne mit Pasta, auch gerne mit Gold- oder Silberpaste werken. Ja, einfach gerade, was mir in den Sinn kommt. Also Daniela, merci vielmals. Hast du dir Zeit genommen, für mir die schöne Welt zu zeigen, deine Engelwelt. Super schön. Danke vielmals. Ich wünsche dir noch eine schöne Weihnachtszeit. Ja, danke auch dir vielmals, Tini, dass du hierher gekommen bist. Und dir ganz eine schöne Weihnachtszeit. Gut. Danke, ja. Viel, viel mal.